Los geht's. Was ist das denn? Wie du darauf gewartet hast. Wie bedienen, ne? Das ist lustig, Mann. Das ist eine Rüttelfunktion. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist mega kalt. Ich habe jetzt gerade die Kleinen in die Kita gebracht. Das ist jetzt, glaube ich, 1,5 Wochen her mit der Eingewöhnung. Und die schlafen da jetzt schon bis 14 Uhr, dann hole ich sie ab. Also die Eingewöhnung läuft richtig, richtig gut. Wir sind sehr zufrieden. Besser kann es nicht laufen. Die gehen gerne dahin und freuen sich jeden Morgen, wenn wir losfahren. Und ich habe jetzt bis 2 Uhr Zeit, Alex am Haus zu helfen. Da dachte ich mir, nehme ich die Kamera mit, gebe euch noch ein kleines Update. Weil in letzter Zeit eher unregelmäßig Videos vom Haus kommen. Und ich habe auch einiges zu tun. Ich werde nämlich heute weiter streichen, damit das alles im Erdgeschoss mal fertig wird. Wir haben ja jetzt nur noch 5 Wochen Zeit bis zum Umzug. Und ich finde, dafür sieht es noch ja, sehr rohbaulastig aus. Aber das neue Parkett, das Fischgrätparkett, soll schon unten verlegt sein im Erdgeschoss. Das schauen wir uns jetzt gleich an. Ich fahre jetzt dahin. Wir sind am Haus. Irgendwie ist Alex noch nicht da. Die Parkettleger sind da, man hört es schon drin. Oh mein Gott. Der Boden ist geschliffen. Ich habe jetzt mal die Tür zugemacht. Wir sind jetzt in der Küche. Wartet mal. So laut. Also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir sind jetzt in der Küche. Und der Boden ist jetzt endlich drin, weil, ihr müsst ja überlegen, es ist ja schon nächsten Montag, in ein paar Tagen, kommt schon die Küche. Jetzt ist der Boden drin und ich bin so krass verliebt, Leute. Schaut euch das mal an. Hier ist der Eingang von der Diele. Jetzt haben wir hier überall Fischgräte erweitert und ich bin so, so froh, dass wir das gemacht haben. Es sieht so schick aus. Wir müssen dazu sagen, es ist nicht günstig, wenn man das verlegen lässt, wegen der Technik. Hier kommt ja die Kochinsel hin. Deswegen haben wir hier Stromanschluss ausgespart. Oh, ist das schön. Ich glaube es nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier auf die Kante machen. Zum Hauswirtschaftsraum. Dass das ein schöner Übergang ist. Oh mein Gott, den Raum soll ich heute streichen. Ich mache die Garderobe auch. Also so sieht die Küche aus, wenn man drin steht. Sieht das nicht klasse aus? Man sieht auch, wie hell das jetzt geworden ist. Wir haben das ja komplett abschleifen lassen. Oh, ich bin so verliebt. Jetzt muss man hier nochmal, bevor Montag die Küche kommt, alles putzen und sauber machen. Teilweise noch manchmal einmal streichen, damit die Wände noch hübsch sind. Man sieht, hier ist es noch alles fleckig. Und der Flur ist auch schon gelegt. Ich zeige euch das gleich. Viel freundlicher. So sah es vorher aus. Da sieht man ganz gut den Unterschied. Hier ist noch nicht geschliffen. Und so sieht jetzt hier der Flur aus. Schick. Hier kommt noch ein Sauberlauf rein. Das wird dann noch freigeschnitten. Ich darf mich heute um die Garderobe kümmern. Und hier streichen. Weil die sieht katastrophal aus. Gardine abmachen, sauber machen, alles raus. Da kommt mein Mann. Warum so spät? Warum zu spät? Weil ich halt Leona weggebracht habe und bin die ganze Zeit gefahren. Krass, ich habe schon die Kinder weggebracht. Ja, wir haben hier irgendwie doppelt gefilmt, sehen wir gerade. Schön laut. Der Raum. Wir müssen auch noch. Überlegst du das Feuerwehr, oder? Mit der roten Fliese. Die rote Fliese. Ja, die da. Aber Schatz, wir müssen hier noch einmal streichen, ne? Ja, ich weiß. Wir müssen jetzt hier die Küche noch mal streichen, weil die kommt ja Montag schon und das Parkett wird noch gekittet. Das heißt, es wird versiegelt, die Fugen. Ich hoffe, ich erzähle den falschen. Ich glaube, es ist auch schwer.
Mal gerade gucken. Farbe sieht aus wie hier, dass das Farbe ist. Hier ist auf jeden Fall ganz viele Rollen und sowas, glaube ich, genau meins. Solange ich nicht mit Lack die Wände anstreiche. Oh, ich glaube, das ist angebrochen. Ein Anstrich. Da oben. Ja, quasi ganz schön mehrmals gestrichen. Ich würde das auch nur einmal schneiden. Ich streiche alle Wände, ja. Das einmal, diese Stelle, so zweimal ungefähr und der Rest war nur ein Anstrich. Auch wenn du jetzt anfängst, ne? Nicht sofort mit der großen, erst die Kanten. Ich weiß, es ist eine blöde Arbeit. Hier, das mit der kleinen Rolle, hier unten drunter. Sowas nervt mich, weißt du, wenn er meint, es wird besser, dass er zu sein. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. So, ich habe meine Wände gestrichen. Alex macht die Decke und ich fahre jetzt erstmal was zu essen kaufen und was zu trinken. Wie ist das denn hier? Das ist noch gar nicht gemacht, ne? Ich hab das nicht, das ist fertig. Nur da, okay, dann mache ich das dann. Nur noch die Ecke da. Ich will jetzt einfach was zu trinken und essen. Die stehen so richtig. Ja, von diesen Kitten. Kit. Parkettkit. Ich sehe ganz schön farbig aus, egal. Fertig gegessen. Wir räumen jetzt hier auf, damit hier das Parkett geschliffen werden kann. Und alles sauber machen. Alex kümmert sich um den unordentlichen Hauswirtschaftsraum. Au, das könnte hinten. Geht weg. Ehekrieg vorprogrammiert. Alex macht den Hauswirtschaftsraum, hier gibt es einiges zu tun. Ja, alles leer. Alleine diese ganze Spinne. Darauf habe ich gewartet. Was ist das eigentlich? Kann man auch machen, oder? Aber mal ganz ehrlich, ich gehe doch nicht aus der Küche hin und hole mir mein Backpapier. Ist doch schon hier an die Küchenrolle rein. Dann Hände tropfen. Willst du es jetzt da dran lassen? Nein, ich mach das ab. Ich find's auch nicht schön. Ich muss noch zuspachteln, mein Schatzi, nein. Ja? Ja, spachteln, genau. Die Lampen, was machst du da? Drumherum streichen? Die Gläser mache ich ab und dann streiche ich das. Das ist Glas? So, ja, klar. Ist ja voll hochwertig. Nee, das ist Plastik. Ich kenne das von früher. Das war früher mal Glas. Lassen wir drin, die sind ja schon da. Die sind doch gut, geht richtig gut Licht. Oh je. Gut, dann ich mache die Garderobe. Ich muss jetzt mit dem Herr Parkettleger sprechen, wegen der Garderobe, ob ich da durchlaufen kann. Weil der alles dafür kippt. Übrigens, ich muss mir aber ein bisschen gleich gerade mal rechtfertigen. Da. Die Litze ist dreckig, oder geht? Isi hat mich eben erzählt, dass sich so einige aufgeregt haben wegen dem ganzen Laub da oben, ne? Dass man das selbst machen kann. Also, soll ich mal mit der Kamera zeigen, ja, wo ich mich nicht traue, da hochzulaufen? Da sieht man's. Hier diese Rinne, die geht da komplett hoch. Und die Rinne. Und davon haben wir 4 Stück, meine ich, am Haus. Und da war es auch alles voll mit Laub. Ich bestelle doch keinen Dachdecker, der da hochklettert und sagt, aber mach mal bitte nur da oben und unten mache ich selbst sauber. Das mache ich nicht. Das ist alles Käse. Keiner wird einfach so da hochgehen und sagen, ja okay, ich mache da nur oben sauber. Wenn, dann macht er das Gesamtpaket. Und hier unten ist mir klar, das schaffe ich auch selbst irgendwann. Ja, das ist eine kleine Rechtfertigung an der Stelle. Jetzt wird hier die Küche verkittet. Das ist, ich habe gerade mal nachgefragt, das sind Holzspänen und die werden mit irgendeiner Masse gemischt. Sieht dann so aus und dann wird das verfugt wie eine Fliese, damit man keine Ritze mehr hat. So, Projekt Garderobe ist mein Projekt. Oha, ich muss dübel. Ich muss hier noch verspachteln, bevor ich streiche.
Sticky, sticky. Die besten Schuhe, die ich habe. Die werden schön kalt jetzt. Dürfen wir noch nicht vergessen. Oh, diese Gardine, weil die auch schon immer abmachen. Die ist hier einfach nur so oben ans Fenster geklebt. Könnt ihr das sehen? Auf der staubt. Oh, ein Klettverschluss. Warum macht man sowas? Bah! Das staubt. Willst du die Gardine etwa waschen? Nochmal benutzen? Also Müll ist hier, ja? Wo? Oh. Ja. Also mein T-Shirt nicht. Dein T-Shirt nicht, nein. Vor allem, wenn man so vorher nachher sieht, ne? Ich glaube, das macht am meisten Spaß. Kann jetzt aber weg, ja? Ja. Auf die Toilette oder was? Einfach links daneben, ja. Hier? Mann, auf dem Haufen, ja. Einfach auf dem Boden. Ja. Hier. Das will ich dann zum Dingels. Jetzt muss hier erstmal ordentlich Staub geputzt werden. Ja, ihr könnt sehen, ganz schön staubig. Da müssen wir uns mal überlegen, was wir machen. Hier sind überall Spinnenweben. Alles sauber machen mit dem Handfeger. Guck mal, hier unter der Treppe die Harry Potter Kammer. Fensterbank putzen. Aber ich glaube, hier hat man noch ganz schön gut Stauraum, wenn man das richtig nutzt, bis hinten hin. Und hinter die Tür kommt eine Garderobe. Dann haben wir unsere Garderobe versteckt. Das heißt, wir müssen hier nicht. Man sieht nichts mehr, man kann alles verstecken. Auch wenn das Haus länger nicht bezogen war, frage ich mich, wie man das so lässt. Kommt das schwere Teil. Ich brauche noch einen Schraubendreher, dass ich das da rausmachen kann. Los geht's. Das sieht lustig war. Das ist eine Rüttelfunktion. I want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. Ich mache jetzt die Spachtel, das jetzt zu. Willst du machen oder soll ich machen? Ich will das machen. Sag, geh du doch mal in deinen Hauswirtschaftsraum. Lass mich doch mal machen, Alex. Wenn du ein bisschen helfen, damit es schneller vorangeht, ja. Ich hoffe, ihr habt Männer, die euch vertrauen. Ich habe nicht. Dafür vertraue ich den anderen Sachen. 40 Kissen, aber das ist krank. Ja. Der wahrscheinlich besser. Viel zu flüssig, was machst du denn? Es kommt gleich. Das sehe ich ja sogar, dass es zu flüssig ist. Es kommt gleich, das feste Zeug. Ich will. Ja. Jetzt hast du schon eine Frau hier, die hier was machen will, und dann darf ich nicht. Ja. Ich würde mit dem Großen aber drüber gehen. Guck mal, weißt du, wie ich das machen würde? Nein, bitte nicht. Hier, Maulkelle. Hast du alle drei Löcher auf einmal? Das ist aber nicht ordentlich. Nee. Da will ich nochmal reinmachen. Ja, du hast doch viel auf der Kelle, guck mal. Zwei Leute. Das macht mich nicht zu. Unfall! Oh, schon tief, ey. Bist du kleben? Schatz, mit deinen dreckigen Händen. Ich fasse es nicht an. Ii. Geht's dir gut, Schatz? Guck mal. Da, das war offen. Oh. Da bin ich lange geschliffen. Ei, ei, ei. Was für Bandmaterial? Auto. Kannst Komm. Du was holen? Ich verarzte dich. Richtig tief mit dem Cutter geschnitten. Ich hole jetzt schnell den Notfallkoffer. Und verarzte meinen Schatz. Wie kann man... Oh. Klinge nicht eingefahren und dann voll in den Arm geschnitten. Seite ist es doch. Er muss die Wunde jetzt zuhalten, weil das ist ganz schön tief. Ich hoffe, das muss nicht geklebt werden. Durch das Blut müsste es eigentlich zusammenkleben. Gucken wir mal. Oh, der arbeitet da munter weiter. Das ist so ein Bein, oder? Klinge war auch nicht da. Ich darf die Krankenschwester auch zum Einsatz kommen. Jawohl. Ich habe keinen offenen Griff, da sollten wir uns auch mal ins Auto legen. Ach, nee. Was ist denn hier los? Jetzt kommt er. Jetzt habe ich mal gesucht.
Ich glaube, du machst mich verrückt, dass du da bist. Was? Nix, einfach auf. Nichts zu sagen. Das war die neue Hand. Nicht, dass ich jetzt auch. Oh, keine Schwester, wie lange dauert das, bis es dann abgeheilt ist? Ja, wenn du es durch so breit machst, das ist gut, ja? Krankenhaus. Die Blumen haben ja gestopft. Ja. Das ist ja drauf. Das macht aber nicht, dass ich das nicht fertig. Voll steril? Nein. Ich will weitermachen. Kannst du mal gerade Platz machen? Ja. Spaß. Jagt hier sofort weg. Danke. Ich bin jetzt fertig mit Löchern zuspachteln. Hat voll gut geklappt. So blau. Ist das Fleißabgleich für die Automatik? Hier ist nichts Automatik. Los. Die Bauarbeiter sprechen. Oder? Ich fange mal an zu streichen, ne? Da in der Ecke. Ja. Ich will noch einen Anstrich machen, bevor ich fahre. Wann fährst du denn? Ja, bitte vor zwei Feinden. Dann mache ich die hier zu Ende. Kann ich mir öfter vorstellen, so bei dir in einem Raum, in so einem engen Raum. Hä? Ja, wo stehst du? Der Fette! Oh! Mega, oder? Die ist hell! Es macht so Spaß! Ja, weil das so eine Veränderung ist. Ich liebe sowas. Ja, auch. Veränderung, das ist doch so das Geile an so Häusern. Wow! Definitiv, das ist eine der größten Veränderungen hier. Dieser Film. Leider nur die Garderobe. Guckt euch mal den Unterschied an, wie hell. Schaut euch das mal an, was wir hier geschafft haben. Da oben sieht man noch die alte Wand, das ist die neue Wand. Ich glaube, es sieht so schön aus, wie ein Neubau. Das muss man da oben noch streichen. Ich habe die ganze Front schon gemacht. Schaut doch mal bitte, wie freundlich das aussieht. Wir müssen jetzt die Kinder abholen, der Alex, der macht noch ein bisschen. So, meine Lieben, ich bin fix und fertig. Ja, Küche, Garderobe heute gestrichen. Ich habe einiges geschafft und ich freue mich auf morgen, endlich mal mit anpacken zu können am Haus. Das habe ich richtig vermisst und dann werdet ihr jetzt mehr Vlogs mit uns beiden am Haus sehen. Meine Kamera sieht aus, ich sehe aus. Ich muss jetzt die Kinder abholen, nach Hause fahren und dann noch duschen. Ich hoffe, die Kinder sind glücklich im Kindergarten. Die haben ja heute das erste Mal einen Mittagsschlaf gemacht und die Erzieherin hat sich nicht gemeldet, also muss alles gut sein. Die werden jetzt gleich wach um 14 Uhr. Und dann geht es uns nach Hause. Ich habe deswegen beim Bäcker ein bisschen mehr mitgenommen. Käsebrötchen, Laugenstange für die Mäuse, dass sie da unterwegs was zu essen haben. Dann kann man die ganz gut damit beschäftigen. Ich muss unbedingt was trinken. Ich bin so glücklich. Es wird langsam. Aber wenn man irgendwie genau hinguckt, ist es doch noch ganz viel Arbeit. Die ganzen Türen putzen, Fenster, Bänke abschleifen und lackieren. Ich meine, sowas kann man auch machen, wenn man schon drin wohnt. Fußleisten, Wandvertäfelung. Also wir kriegen noch so viel. Alex sagt schon, wir werden einfach am besten eingezogen in das Haus. Aber dann ist es halt nicht so, wie man sich das wünscht. Und so ist es halt, man macht es halt nach seinen Vorstellungen. Das ist immer noch mal schöner. Genau, bei dem, ich würde mich an dieser Stelle verabschieden. Ich glaube, wir haben einiges an Material für euch zusammenbekommen. Und würde sagen, bis schon bald. Tschüss!